hier zur Schlüsselübergabe am Rathaus in Thale mit unserem Schlachtruf des TCCs. Bode! 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 Das klappt schon mal gut. Die Sonne ist jetzt auch weg. Ich kam mir gerade vor wie auf der Bühne im Clubhaus, weil da kriegen wir ja das Licht auch immer auf die Bühne. Aber so ein Wetter wie heute, das haben wir wirklich am 11.11. noch nie gehabt. Wir haben schon Sturm gehabt, wir haben Regen und auch Schnee. Aber heute haben wir 15 Grad. Es gibt auch leckeren Glühwein. Wir hätten vielleicht auch Kai Pirinha anbieten sollen. Aber trotzdem, der Glühwein steht zur Verfügung. Und wer einen möchte, bekommt ihn natürlich auch. Hier ist der TCC für diese Session. Das sind unsere Funken vom TCC. Alle anwesend heute, ein herzliches Willkommen. Unsere Frauen des Karnevalsclubs Talix natürlich auch dabei. Unsere Pfner. Das Kinderprinzenpaar Phoebe, die Erste, und Marlon, der Erste. Und dahinter unser Prinzenpaar Christina, die Erste, und Christian, der Erste. Narrenschar als Prinzenpaar auch dieses Jahr. Ab jetzt beginnt die Faschingszeit mit Frohsinn, Spaß und Heiterkeit. Deutschlandweit, da ist das so. Auf geht's mit einem dreifachen Bode, Hero! Bode, Hero! Bode, Hero! Ja, ja, endlich ist die Zeit, in der man unserem Thomas wieder sagen kann: Schau dir doch mal deinen Bockmist an. Letztes Jahr zu dieser Stund waren die Umleitungen in aller Mund. Und schon denkt er, er macht hier die große Welle, doch was wird raus? Eine Großbaustelle. Doch hey, was soll's, wir werden's verkraften, denn die neue Kanalisation auch mit was Gutem winkt auf ein schönes Tale, das nicht stinkt. Noch ein Thema, ich muss es leider ganz kurz anschneiden, ein Thema, unter dem bestimmt auch ganz viele von euch leiden. So perplex und so verfahren, jetzt näher drauf einzugehen, Leute, ich werde es mir sparen. Es wirft in unsere Gesellschaft ganz, ganz viele Steine. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Doch eine, das tue ich euch heute und hier kunde. Und ich denke, am besten, da kommt's aus Kindermunde. Unsere kleine Phoebe spricht's aus und sonst kein anderer. Wir sind alle nur Menschen, also seid lieb zueinander. Oh. Das hat sie super gesagt. Und dass ihr alle lieb seid, das weiß ich ganz genau. Und es macht mich saufroh auf ein menschliches Tal, ein dreifaches Bode. Hero! Bode! Hero! Bode! Hero! Ihr habt es gleich geschafft, keine Angst. Ich will euch nicht stressen. Doch eines, das darf ich hier und heute auf keinen Fall vergessen. Es gehört einfach dazu, zur Faschingszeit. Unser kleiner Prinz, er spricht's aus. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Ja, Narren. Es ist Kussfreiheit.
Jawohl! Die Kussfreiheit, ihr Zwerge. Wisst ihr denn auch, was wir jetzt alle tun müssen? Na klar, du Depp, wir tun uns küssen. Jawohl! Na denn, auf ein schönes Knutscherchen. Ihr dürft ruhig alle mitmachen hier. Nachbarchen nehmen, ein Knutscherchen draufsetzen. In diesem Sinne, bleibt gut drauf, seid heiter und froh. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Bode. 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 Ich möchte mich natürlich trotzdem an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich bei Sigi bedanken. Er ist wirklich noch im Urlaub, er ist gerade auch auf dem Rückflug. Ich hoffe, es ist ja gerade ein Streik. Ich hoffe, er kommt wirklich auch heute oder morgen wieder zurück. Er wollte eigentlich heute Nachmittag kommen. Aber trotzdem nochmal an dieser Stelle alles, also nochmal richtig mein Dankeschön auch an Sigi. Wir haben damals im Jahr 2002 den Karneval wieder ins Leben gerufen, auf dem Parkplatz mit dem großen Festzelt. Und seitdem feiern wir auch wirklich hier in Thale wieder jedes Jahr den Karneval. Und das soll natürlich auch so bleiben. Und ich freue mich, Sigi hat mir auch die Unterstützung zugesagt, dass er als Ehrenpräsident weiter hier bei uns im Karnevalsverein tätig ist. Und ich hoffe natürlich auch gerade bei der Feuerwehr Thale, dass wir in Zukunft ein schönes Programm gestalten werden. Natürlich mit vielleicht auch den Warnstädtern Karnevalsverein zusammen. Und das ist meine große Bitte und das ist auch mein Wunsch, dass wir hier in Thale wirklich jedes Jahr auch den Karneval noch feiern. Dankeschön. Jetzt kommt der große Augenblick. Wir möchten den Schlüssel haben, beziehungsweise natürlich unser Prinzenpaar. Und das ist jetzt natürlich auch die Gelegenheit, dir, wie du es auch von Sigi schon kennst, Thomas, noch ein kleines Geschenk überreichen. Wir haben uns natürlich wirklich auch Gedanken dazu gemacht. Es ist ja immer schwer. Du hast schon Steine bekommen, du hast schon eine Badehose bekommen. Also es wird eine Nuckelflasche auch schon. Also es ist schon vieles dabei gewesen. Ja, in diesem Jahr haben wir was ganz anderes für dich. Erst mal gucken, wo es ist. Jetzt fragen sich natürlich viele, was hat jetzt ein Bauhelm da tun mit dem Karneval? Ja, Thomas, ich bin ja nun auch im Stadtrat und viele Bürgerinnen und Bürger wissen das natürlich auch. Hier in Thale passiert da wirklich viel, das muss man einfach auch mal sagen. Und wir wissen, dass im nächsten Jahr Thale mehr oder weniger eine Großbaustelle wird. Es ist natürlich auch schön, dass was passiert. So, bin ich jetzt noch zu hören? Ja. Ab und an bin ich immer mal weg, aber das ist nicht so, dass ich das mache. Ja. Und im nächsten Jahr, wie gesagt, Thale eine Großbaustelle. Wir wissen zum Beispiel, dass die Straße am Friedhof oben neu gemacht wird mit dem Kreisverkehr. Die wird circa fast ein halbes Jahr vollgesperrt sein. Und deshalb einen Bauhelm. Ich denke mal, trotzdem, alle Bürgerinnen und Bürger werden zu Fuß alle Stellen hier in Thale erreichen. Auch mit Auto wird bestimmt etwas schwierig. Deshalb diesen Bauhelm, Thomas, für dich. So, jetzt kannst du uns auch noch ein paar Worte sagen. Ja, sehr geehrter Sebastian, ich hätte fast Siegfried gesagt. Das macht der Gewohnheit. Recht herzlichen Dank für das Geschenk. Ja, vielleicht auch wäre ein Geduldsfaden nicht schlecht gewesen, ja, für die Warterei, die man dann hat vor den Umleitungen. Ja, ihr wollt den Schlüssel haben. Phoebe? Ich glaube, dir kann ich den geben, oder? Bitte schön. Also bewahrt ihn gut auf und ihr könnt auch ruhig was reinlegen. Wie gesagt, wir müssen ordentlich bauen. Zum Schluss müssen wir es auch bezahlen. Also, ja, also viel Spaß damit. Ja,
und ich wünsche natürlich auch wieder eine angenehme Session. Unser Prinzenpaar hat schon gezeigt, dass er es also auch richtig krachen lassen könnte. Insofern, also Schlüssel habt ihr, legt los. Dankeschön. Ja, danke Thomas. Aber ich hatte eingangs gesagt, eigentlich war es genau umgedreht. Wir wollten was von dir haben. Damit wir auch richtig feiern können. Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel. Für 20 nehme ich mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen. Meine Damen und Herren, nochmal ein Hole-Hero für unsere Techniker Heinzi Lepzin und Peter Schumann, für unsere Mithelfer Tweety, Martin und auch Kerstin. Ein dreifaches Bode-Hero! 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 Bode-Hero!